Ja, es ist jetzt wirklich eine Neuigkeit, etwas ganz brandaktuelles. Ich muss jetzt wirklich unterbrechen hier. Ich bin ganz geflasht, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich würde Sie auch bitten, sich zu erheben. Das machen wir auch. Nein, meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Staatsratsvorsitzenden der Deutschen Demokratischen Republik. Mein Lieber, wie in alten Zeiten, wenn es reden muss. So, mein lieber Max Otte, aufrechter Kämpfer für die gute Sache, als erstes einen Reichstagsbrand. Bitte sehr. Danke sehr. Der brennt nicht. Genossinnen und Genossen, hier zu dieser außerordentlichen Versammlung bei unserem hochverehrten Genossen Max Otte, wie ich bereits erwähnte, ein aufrechter Kämpfer für die gerechte Sache, die da heißt Frieden auf der Welt. Und einmal auch das möchte ich heute betonen. 1 Milliarde D-Mark, die hielten bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik 3 Jahre. Und es wurde auch pünktlich zurückgezahlt. Heute 1 Milliarde, bedruckte Baumwolle. Das reicht einen Tag und das Geld ist auch noch weg. Ich hoffe, lieber Max, du sagst diesen Menschen das auch dann. Nun, heute, wo die Zukunft Wirklichkeit wird, haben wir doch in Wirklichkeit gar keine Zukunft mehr. Niemals hättest du es, lieber Max Otte, zugelassen, dass die D-Mark verschwindet. Unsere D-Mark war hart wie Konsumbrot. Und Konsumbrot macht Wangenrot. So, 1 Milliarde mehr. Nur 1 Milliarde, lieber Max Otte. Und wir hätten die gesamte Deutsche Demokratische Republik überdacht und damit einen würdigen Beitrag für unser gemeinsames Haus Europa geleistet. Die Bundesrepublik Deutschland war 1989 ökonomisch genauso am Ende wie die DDR, nur eben auf höherem Niveau. Mit Stolz. Ja, mit großer innerer Befriedigung kann ich heute einschätzen, die Kombinate Siemens, McDonald's und Henkel Spee schreiben erstmals seit der Wiedervereinigung rote Zahlen. Unsere marxistisch-leninistische Partei, wir lachen hier, aber Oskar Lafontaine spricht ja auch schon so, hat im Westen Deutschlands kräftigst investiert. Und damit schaffen wir die Basis für die Grundlage unseres Fundaments. Wenn diesen Satz Olaf Scholz oder Annalena Baerbock nächste Woche auch sagen, dann wissen Sie, wo sie es wieder her hat. Nichts ist ja mittlerweile so heiß in diesem Land, dass es nicht doch gegessen werden könnte. Und mittlerweile muss man sagen, der heiße Frieden ist gefährlicher als der Kalte Krieg. Eine Frage noch, und dann bin ich auch schon fertig und lasse Sie hier allein in dieser Affenhitze. Warum gab es denn bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik keine Grünen? Weil wir gebildet waren. Jetzt hätte man sagen müssen, vorwärts immer. Na also, jetzt kommt langsam Leben in die Bude. Angesichts der ungeheuerlichen Herausforderungen in diesen Tagen, angesichts der Verarmung vieler Werktätigen in unserem Land, rufe ich vor, noch einmal auf. Nehmt die kapitalistischen Kesseltreiber beim Wort. Jawohl, schicken wir alle Waschlappen an diese Bundesregierung und verhüllen den Reichstag. Jawohl, das Porto reicht. Ich sage Ihnen noch eins und damit bin ich fertig. Wenn Deutschland wirklich ein souveräner Staat wäre,
dann würde die Energiepolitik für dieses Land nicht in Washington bestimmt. Was also sind für Maßnahmen zu tun, bevor der Genosse Max Otte sie weiter agitiert? Ich sage es Ihnen. Als erstes sofortiges Abschalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und zwar unverzüglich, ich würde sagen meines Erachtens sofort, Deutschland raus aus der NATO. Und zwar unverzüglich, meines Wissens, sofort. Und ganz zum Abschluss lassen Sie noch eines getrost Ihnen sagen. Und damit bin ich fertig, bevor mir die Birne platzt. Ja? Sie können ganz beruhigt sein. Ich verspreche Ihnen heute und dir, da wir regiert werden von Opportunisten, es wird ganz schnell gehen. Diese Regierung wird beim ersten Widerstand fliehen müssen. Ich würde sagen nach Kiew, wo ihre Verbündeten sitzen. Von dort aus ist es nicht weit bis nach Sibirien. Und dort braucht es keine Waschlappen, wenn es rein muss. So. Oh. Leute, Wahnsinn. Mein lieber Max. Ja, werter Genosse, Staatsratsvorsitzender Leberhofe, wir danken dir herzlich für deine Ausführungen im guten sozialistischen Geiste, ja. Brüderschaft, Freundschaft, Solidarität. Ja. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein Überraschungsbesuch und ein Freundschaftsbesuch gewesen, muss ich dazu sagen. Und hat nichts gekostet. Macht's gut. Macht's gut. Danke.